Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Founder Time Boxing. Heute mit Gloria Seibert. Gloria, du kennst das Spiel. Eine Minute, erzähl das Wichtigste zu dir. Gerne, Andi. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Vielleicht kurz zu mir. Ich habe BWL studiert, ganz klassischen Weg eingeschlagen, bin erstmal in die Unternehmensberatung gegangen, war dann knapp 4 Jahre bei McKinsey und bin dann nicht diesen nächsten Schritt gelaufen Richtung Promotion oder MBA, sondern habe meine Sachen gepackt, bin ins Silicon Valley gezogen und habe dann eine Programmierschule besucht, um dieses Einmaleins des Programmierens zu lernen. Habe in dem Zuge auch meinen Co-Founder kennengelernt, meinen CTO, und bin dann quasi mit meinem Programmierkenntnisgepäck im Rucksack wieder zurück in die Heimatstadt nach München gekommen und habe vor 2 Jahren die T-Medica gegründet. Bevor wir auf die T-Medica kommen, was war das für eine Programmierschule und kannst du sie empfehlen? Das war so eine Programmierschule, Dev Bootcamp heißt die. Da wird schlussendlich Leuten das Einmaleins des Programmierens beigebracht, also wirklich Fullstack, Backend, Frontend. Und ich kann es auf jeden Fall empfehlen, ich kann es auch jedem Gründer empfehlen. Ob das jetzt der perfekte Start ist für jemand, der ein fleischgewordener Superprogrammierer werden will, weiß ich nicht. Aber es ist natürlich für Gründer Wahnsinn, weil du lernst sehr, sehr viel darüber, wie funktioniert so ein System, wie hängen die Teile zusammen und vor allem, wie schmerzhaft ist es, einen halben Tag über einer Coding-Challenge zu hängen und sie nicht zu lösen. Glaube ich. Du, eine Minute, das Wichtigste zu deinem Startup, zur T-Medica. Wir entwickeln mit der T-Medica Gesundheits-Apps und mit den Apps adressieren wir einerseits Patienten, also wirklich Nutzer, die krank sind, verknüpfen die an einigen Stellen mit den dahinterliegenden Therapeuten oder Ärzten und kümmern uns darum, dass diese Patienten besser über ihren Heilungsverlauf begleitet werden und die Therapie dadurch nachhaltiger und effizienter gestaltet wird. Auf der anderen Seite setzen wir unsere Apps ein im Kontext Gesundheitsprävention. Das heißt, die Nutzer von unseren Apps, die werden im besten Falle gar nicht erst krank, beziehungsweise fördern ihre Gesundheit eben durch sehr gesunde Verhaltensweisen. Die Besonderheit bei uns ist, dass wir nicht eine App haben für eine große Zielgruppe, sondern wir haben quasi eine Technologie, aus der wir viele einzelne Apps rausziehen und die dann wieder sehr spezifisch für einzelne Patientengruppen oder auch Indikationen einsetzen. Okay, danke dafür. Startups im Gesundheitswesen, definitiv eher die Seltenheit. Wird immer mehr. Ich lese auch immer mehr davon, macht auch hochgradig Sinn. Ja. 5 Minuten zu deinen größten Lessons learned. Ja, also ich glaube, die größte Lesson, die ich gelernt hatte, war das Thema, so früh wie möglich zu monetarisieren und die Erkenntnis daraus, ja, es funktioniert. Was will ich damit sagen? Wir hatten mit unserer Idee damals eine Produktentwicklungsroadmap vor uns, die definitiv länger als ein Jahr war, weil du entwickelst nicht nur deine Software, sondern du erfüllst Medizinproduktgesetze, du kümmerst dich um ganz strengen Datenschutz und du hast ganz, ganz viele andere Faktoren, die erfüllt werden müssen. Und meistens brauchen diese Faktoren auch schon eine Software davor. Und das hat uns in die Situation gebracht, dass wir uns irgendwann eigentlich aus der Situation, wo wir damals waren, heraus Möglichkeiten überlegen mussten, irgendwie anderweitig zu monetarisieren. Und diese Frage, die wir uns immer wieder gestellt haben, kann man diesen Zwischenmeilenstein, an dem wir gerade sind, irgendwie zu Geld machen, hat uns eigentlich so ein bisschen den Ruck gegeben, es auch wirklich zu realisieren. Und wir haben damit eigentlich sehr untypisch für E-Health-Startups sehr früh unglaublich viel Umsatz generiert. Und das kann ich nur jedem mitgeben. Überlegt euch eigentlich ab Tag 1, stellt euch immer wieder die Frage, ist das, was ich bis heute auf meinem Schreibtisch an Wert geschaffen habe, irgendwie für jemanden anderes was wert? Weil man glaubt es gar nicht, mit welcher falschen Bescheidenheit man da unterwegs ist und sich denkt so, wow, das kann ich noch nicht rausgeben oder das ist noch nicht perfekt genug und hinten raus andere Leute sehr viel Wert da drin sehen und eben auch Geld dafür ausgeben. Ich glaube, bei Ride hattet ihr das auch am Anfang so gemacht, oder? Es war anders, ja, du hast recht. Also es war nicht so, dass wir unsere große Roadmap hatten, sondern wir haben ja erst ein Produkt gebaut für uns und dann einfach mal in einer Open Paid Beta rausgegeben, um dann zu gucken, zahlen dafür Leute Geld und kommt das an. Aber es war definitiv ähnlich und dann haben wir angefangen, diese Roadmap zu bauen. Aber ja, wir hatten auch einen sehr, sehr kleinen MVP, mit dem wir das Ganze versucht haben. Und man glaubt gar nicht, wofür die Leute alles sehr viel Wert drin sehen und schlussendlich auch Geld dafür bezahlen. Definitiv. Ja. Wir haben noch Zeit für auf jeden Fall einen zweiten. Zweites großes Learning war bei mir das Thema Netzwerk. Ich kam ja aus der Unternehmensberatung heraus und da ist
kein großes Gründernetzwerk da. Also man kennt natürlich sehr, sehr viele Leute. Es gibt auch immer mal Ex-Berater, die dann irgendwie gegründet haben. Aber ich hatte mir zu dem Zeitpunkt ganz gezielt die Aufgabe gesetzt, ich muss irgendwie ein nachhaltiges Netzwerk aufbauen. Und das habe ich in zwei Bereiche aufgeteilt. Einerseits Unternehmer, die mit ihrem Startup 1, 2, maximal 3 Jahre älter waren als ich. Und auf der anderen Seite erfolgreiche Serial Entrepreneurs, Visionäre, Großunternehmer. Und bei dieser ersten Gruppe glaubt man gar nicht, wie oft die mir eine unglaubliche Beschleunigung gegeben haben. Also das sind wirklich so ganz banale Fragen. Und du weißt das, du kriegst auch ab und zu von mir Nachrichten. Zu unmöglichen Zeiten. Ja. Lieber Andi, kennst du denn zufällig eine Datenschutz. Ein Datenschutzexperten. Und auch das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Sucht euch Leute, mit denen ihr spezifische Probleme in einem Sparring besprechen könnt. Weil es ist ganz, ganz selten, dass man die erste Person auf dieser Welt ist, bei der dieses Problem auftritt. Und in der Regel gibt es ganz, ganz viele Leute im engen Umfeld, die dieses Problem vor ganz kurzer Zeit selbst gelöst haben. Und das ist so ein bisschen wie ein Wechsel auf die Überholspur jedes Mal. Und man wird unglaublich schnell dadurch. Mhm. Absolut. Genau. Ein Learning haben wir, glaube ich, noch, oder? Mhm. Drittes großes Learning war das ganze Thema IP und Nutzungsrechte bei uns. Wir haben, glaube ich, auch ein bisschen der Branche geschuldet, immer wieder die Situation gehabt, auch außerhalb von Finanzierungsrunden, dass wir nach unserer IP gefragt wurden. Also dass wirklich sehr tief unsere Infrastruktur gescreent wurde und überprüft wurde. Und da bin ich retroperspektiv froh, dass wir aus den Umständen heraus wirklich seit Tag 1 da sehr viel Wert drauf gelegt haben. Und ich sehe immer wieder Gründer, gerade so in dieser Ideenkonzeptionsphase, wo man was entwickelt, wo man was programmiert. Und dann sagt man, okay, ich werfe die Idee nicht weg, sondern ich stürze mich in dieses Unternehmertum rein. Dann so diese Entscheidung zu haben, dann kommt diese große Papyrusrolle mit To-Dos. Und da ist dann 10.000 To-Dos und 10.001 ist das Thema IP-Nutzungsrechte klären. Und das rutscht immer weiter runter und irgendwann kommt dann dieser große Super-GAU, dass man innerhalb von einer Woche in der Due Diligence oder wie auch immer diese ganzen Rechte rausziehen muss. Und es ist wirklich eine Kleinigkeit, sich sehr früh darum zu kümmern. Ich würde mich aber auch wirklich sehr, sehr gewissenhaft darum kümmern, weil es ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Asset im Digitalbereich. Und schlussendlich kann das Erfolg oder Misserfolg auch von einem Unternehmen ausmachen. Im schlimmsten Fall, Facebook ist ja eine Story, wo es genauso passiert ist, kann das ja sogar beim Exit, beim Börsengang zu einem sehr späten Zeitpunkt auch passieren, dass auf einmal jemand anklopft und sagt, hey, damals habe ich für dich das Logo entworfen und hätte jetzt gern, keine Ahnung, 2% vom aktuellen Firmenwert oder wie viel auch immer. Ja, kann einem definitiv mal irgendwann böse auf die Füße fallen. Jetzt gehen wir dir einfach mal knapp eine 2 Minuten für deinen größten Wow-Moment. Gerne. Ein bisschen Zeit einzuholen. Mein größter Wow-Moment war damals eigentlich nach dem Closing unserer Finanzierungsrunde. Hatte ich mich in Urlaub verabschiedet, habe das Team darum gebeten, sich um den anstehenden Umzug in unser erstes großes Büro zu kümmern. Das Team ist umgezogen und ich kam aus dem Urlaub zurück, hatte den Schlüssel in die Tür reingesteckt, habe dieses Büro aufgemacht. Und es war wirklich für mich so dieser ganz große Wow-Moment zu erleben, da sind jetzt plötzlich, wir sitzen nicht mehr auf diesen 30 Quadratmetern mit 5 Tischen drin und irgendwie 10 Menschen reingepfercht, sondern das ist jetzt plötzlich ein Büro, ja, mit einer Küche und einem Meetingraum und ganz vielen einzelnen Räumen. Und da sitzen Menschen drin, die eine Idee weiterleben oder eine Vision verfolgen, die irgendwann mal in einem Wohnzimmer gestrickt wurde. Und es war für mich so ein Wow, das, was da mal diese initiale Zündung war, ist jetzt plötzlich was, was andere Leute antreibt, was Leute motiviert, was Leute vielleicht auch mal irgendwie nervt oder traurig macht, aber was Leute auch dazu bringt, jeden Morgen aufzustehen mit neuen Ideen und einen Spirit zu leben. Und das ist immer so dieser Wow-Moment, der auch ganz häufig noch kommt, wenn ich im Meeting sitze und einfach mal mich umblicke und sage so, wow, hier sitzen Leute, die verfolgen diese Idee. Und insofern, also ein Wow-Moment, der sich immer wieder wiederholt. Und den wahrscheinlich auch jeder Gründer in der späteren Phase auch genauso kennenlernt. Und der auch jedes Mal aufs Neue toll ist, zu sehen, wie aus einer Idee wirklich aus einem Baby wird und das Baby immer erwachsener. Ja. Ja. Gloria, vielen Dank. Ich glaube, wir haben die 10 Minuten trotzdem eingehalten. Vielen Dank auch euch fürs Zuschauen. Ihr kennt es wie immer, wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne in den Kommentaren, schreibt Gloria direkt.
Ansonsten freue ich mich auch jedes Mal über Feedback, Likes, Shares, was auch immer. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao. Ciao.